Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Unterwäsche-Unboxing für euch, mal was ganz, ganz anderes. Und zwar geht es um die Marke Brabu. Die hat mir Unterwäsche zugeschickt. Und zwar kenne ich die Marke zum Beispiel von YouTube-Kollegen wie Lisha Lu. Und Lisha hat immer bei mir geschwärmt und meinte, Sarah, das ist so, so geil. Die haben so tolle Unterwäsche, sei es BH, Slips, es ist einfach alles so cool. Und ich habe halt persönlich das Problem, dass ich außer, glaube ich, bei H&M, kann ich nirgendwo anders Unterwäsche kaufen, weil es mir einfach von der Passform her nicht gefällt. Und weil es auch irgendwie nicht richtig sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr dasselbe Problem habt, aber bei H&M kaufe ich eigentlich sehr gerne ein, was BHs und sowas betrifft, aber sonst irgendwie nirgendwo mehr. Runkemöller zum Beispiel, die BHs, die passen mir da gar nicht. Also da kann ich machen, was ich will. Das ist einfach irgendwie eine reinste Katastrophe. Und deswegen war ich halt auf der Suche nach irgendwas, was wirklich immer passt, was immer gut aussieht, was wirklich jedem passt, weil ich meine, wenn es Lisha passt, muss es auch mir passen, weil Lisha hat wirklich eine ganz, ganz andere Brust, sage ich mal, als ich. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere das einfach mal aus und habe mir Sachen von Brabu zuschicken lassen. Und ich muss euch sagen, Leute, ich habe die Sachen schon alle ausgepackt und ausprobiert. Alle BHs, sei es Push-Up-BHs, sei es normale BHs. Ich habe hier auch, ich habe einen Push-Up-BH, einen normalen BH und einen gepolsterten BH. Alle drei sitzen wirklich wie eine Eins. Und von den Unterhosen brauche ich erst gar nicht sprechen. Das sind wirklich so, so tolle Teile. Ich werde euch einfach mal die Box zeigen und dann könnt ihr euch ja selber davon überzeugen. Momentan gibt es auch einen ganz coolen Rabattcode. Da könnt ihr den Rabattcode 3 verwenden und bekommt dann für 39,95 drei BHs und drei Slips in einer Box. Also ist wirklich mega, mega cool. Ich finde, das Preis Leistungsverhältnis ist auch mega geil, weil ich zeige euch einfach mal die BHs, die sind von der Qualität her so, so viel hochwertiger, muss ich sagen, als zum Beispiel bei H&M oder so. Also so tolle BHs habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen und natürlich auch Slips. Deswegen, ich muss euch das einfach mal zeigen und ich beginne einfach mal mit den BHs. Und das hier ist der erste BH, der sieht wirklich total hübsch aus. Also schaut euch das mal an. Der ist wirklich mega schön verarbeitet, hat hier so ein Spitzendetail auch noch. Und das ist ein Push-Up-BH. Ui. Also ich muss sagen, ich trage ab und zu mal Push-Up, wenn es irgendwelche ausgeschnittenen Oberteile sind oder so, weil ich einfach finde, dass es schöner aussieht. Aber ich trage auch total oft ganz normale BHs ohne Push-Up oder die einfach nur gepolstert sind. Das ist mir meistens immer total egal. Es geht ja immer nur darum, was man anhat und was für ein BH man dafür braucht, meiner Meinung nach. Und der ist wirklich total schön. Auch die Farbe gefällt mir so, so gut. Und ja, so schaut der erste BH aus. Und ich finde den einfach mega, mega hübsch und... ja, dann geht es weiter mit diesem BH hier und ich finde, so ein BH ist wirklich ein Must-Have jedes Mädchens. Das ist einfach ein ganz normaler BH, ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes, aber genau das ist es. Der ist hautfarben, also das heißt, man kann diesen BH wirklich zu allem tragen. Den kann man sogar trägerlos tragen, weil man die Träger hier abnehmen kann. Der ist nicht gepolstert, also wirklich ganz normal von innen. Und sowas mag ich für den Sommer wirklich sehr, sehr gerne. Wenn man zum Beispiel ein lockeres Kleid oder so trägt, dann sieht das echt total hübsch aus. Und genau, dann hat das hier auch nochmal Träger zum Wechseln quasi. Einmal hier so durchsichtige und einmal hier so ein dickeres Bändchen. Und ja, der BH sitzt auch wirklich wie eine Eins, betont den Busen wirklich echt schön. Der sitzt echt wie angegossen. Genau, und das hier ist BH Nummer 2 und ich finde, der ist einfach toll. Also wie gesagt, ihr müsst euch unbedingt mal selber davon überzeugen, weil, ey Molly, Molly ist auch schon dabei, die BHs hier zu beschnüffeln und zu schauen. Wie gesagt, überzeugt euch einfach selber von, es gibt ja momentan dieses tolle Angebot, 39,90 für 3 BHs und Slips und das ist echt ein super, super Preis, den ihr sonst woanders auch nie bekommen hättet. Ja, und dann geht es weiter mit diesem wunderschönen BH hier, der ist wirklich so, so schön, Leute, schaut mal. Also schöner geht's, glaube ich, gar nicht. Und er hat hier hinten noch so ganz, ganz tolle Spitzendetails. Also so einen tollen BH hatte ich echt schon lange nicht mehr. Und ich finde den einfach so wunderschön. Und ja, wie gesagt, ich finde, sowas muss auch jedes Mädchen im Schrank haben, weil das wirklich so ein echt toller, verschnörkelter BH ist. Und Molly ist hier auch schon die ganze Zeit am Gucken, gell? Molly, gefallen dir auch die BHs? Nee, nicht beißen. Das sind ganz tolle BHs, ne? Ja, Molly gefallen meine neuen BHs auch sehr, sehr gut, weil... oh, meine Kleine. Oh. Weil die schnüffelt auch schon die ganze Zeit dran und will damit spielen. Aber das ist nicht zum Spielen für dich, Molly. Das ist meins. Ja, auf jeden Fall sieht der so aus. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Slips. Ich habe mir eine Box bestellt mit 3 BHs und 6 Slips. Also haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Slips als BHs. Beginnen wir mal mit diesem ganz einfachen schwarzen Slip. Und da gefällt mir der Stoff so, so gut. Das ist einfach so ein richtig... leichter, fluffiger Stoff. Ich weiß auch gar nicht, wie man den nennt. Aber auf jeden Fall sind das so
Unterhöschen, die sich nicht unter irgendwelchen Kleidern oder engen Sachen sehen lassen, weil die halt eben so einen dünnen Stoff haben und das finde ich super, super wichtig. Deswegen einmal dieses schwarze, ganz einfache Modell hier. Dann habe ich mir noch ausgesucht, dasselbe Modell nur in beige, also in Hautfarben, weil sowas braucht man wie gesagt auch immer mal unter einer weißen Hose oder so, weil da kannst du ja nicht eine weiße Hose anziehen und ein schwarzes Unterhöschen, das geht ja nicht, deswegen ist sowas auch immer super, super praktisch und gut. Und das hier wirklich ein wunderschönes Teilchen und zwar das hier komplett hinten am Po spitze und das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Und ja, ich liebe Unterwäsche einfach, ich könnte davon nie genug bekommen. Und die bei Barabou, die haben halt echt tolle Sachen und tolle Angebote. Dann habe ich mir sowas hier noch ausgesucht. Das ist auch so ein leichter, dünner Stoff, wie bei den schwarzen eben und bei dem hautfarbenen. Außer, dass hier einfach noch so ein bisschen Spitze mit dabei ist hier vorne. Dann habe ich noch passend zum roten BH das passende Höschen. Das schaut so aus und das ist wirklich mega, mega süß. Schaut mal bitte. Ich muss das hier nur mal kurz reinmachen. Ich glaube, so sieht das besser. Hat auch noch so ein süßes Schleifchen vorne und das sieht echt total sexy aus, finde ich. Gerade wenn man das in Kombination trägt. Und zu guter Letzt haben wir hier etwas Durchsichtiges. Das schaut so aus. Das ist einfach so ein Slip komplett aus Spitze. Und ja. Ist einfach auch perfekt für den Sommer, finde ich, weil sowas muss man halt auch nicht unbedingt durch eine weiße Hose sehen. Das war es dann auch schon mit meinem Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch damit irgendwie inspirieren konnte, dass ihr Barabou mal für euch entdecken konntet. Ich finde das wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie online Sachen bestellen kann, die mir tatsächlich auch zu Hause passen, ohne dass ich sie zurückschicken muss. Weil wie gesagt, BHs ist glaube ich bei jeder Frau ein bisschen schwierig und die haben wirklich einfach für jeden was dabei. Also es passt einfach immer und egal ob Push-Up, Polsterung oder halt gar nichts, es sieht immer gut aus. Also meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich bin da sehr, sehr wählerisch, was BHs betrifft und hier war ich echt sehr, sehr überzeugt. Also Lisha, danke nochmal für deinen Tipp. Ja, der Tipp hat sich wirklich gelohnt und ich hoffe, dass ich irgendwas an euch auch weitergeben konnte. Ja, ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, falls ihr auch bestellen wollt, vergesst nicht den Code 3 zu verwenden. Da bekommt ihr, wie gesagt, 3 Slips und 3 BHs in einer Box für 39,90 €. Werde ich euch alles in der Infobox verlinken. Ich werde euch auch alle Sachen, die ich mir bestellt habe, auch nochmal in die Infobox verlinken, damit ihr das Ganze einfach schneller finden könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video und bis bald. Ciao!